Es gilt täglich und stündlich, um die Erhöhung von Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft zu ringen. Spötter sagten, es gibt eine Armee mit einem kleinen Land drumherum. In der DDR dienen bis 1990 mehr als 2,5 Millionen Bürger in den Streitkräften. Kasernen, Truppenübungsplätze und Bunker überziehen das Land. Wachsamkeit hat höchste Priorität. Vieles ist top secret. Denn der Feind lauert überall. Es wurde alles versiegelt, was irgendwie eine Tür oder ein Türchen hatte. Und alles war super geheim und man redete nur mit Abkürzungen. Verschwiegenheit gilt vor allem für die Offiziere. Ich hatte Informationen, wo es einfach nicht möglich war, enge Freundschaften zu knüpfen. Weder meine Frau, noch meine Kinder, noch meine Eltern wussten, was ich tue. Die Geschichte der Nationalen Volksarmee der DDR. Geheimnisse im Dienste des Sozialismus. Mit fast 180.000 Mann und mit modernen, meist sowjetischen Waffen ausgestattet, ist die NVA eine der wichtigsten Verbündeten der Sowjetarmee im Kalten Krieg. Zwei Militärblöcke stehen sich mehr als 30 Jahre unversöhnlich gegenüber. Die NATO, das Bündnis West, und das Bündnis Ost, der Warschauer Pakt. Gegründet wird die NVA am 18. Januar 1956, nur wenige Wochen nach der Bundeswehr. Anfangs ist die DDR-Armee, anders als die Westdeutsche, eine Freiwilligentruppe. Die 18-monatige Wehrpflicht kommt erst 1962 und gilt nur für Männer. Auch Frauen dienen in der NVA. Als Freiwillige, vor allem in den rückwärtigen Diensten in der Verwaltung. Von der jüngsten Vergangenheit des deutschen Militärs will man sich klar abgrenzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das gehört zum Selbstverständnis der jungen DDR. Alte Nazis sollen im neuen, im fortschrittlichen Deutschland keinen Platz finden. Das ist ja das, die Legende, auf der die DDR fußt, mit der die antifaschistische Legende, ist klar. Als hätte man ein ganzes Volk austauschen können. Alle, die sich schuldig gemacht hatten, waren ja nicht mehr bei uns. Angeblich machen Funktionsträger aus Hitlers Reich nur im Westen Karriere. Etwa Bundespräsident Lübcke oder die Bundeswehrgenerale Heusinger und Speidel. In dieser Baracke übergibt Minister Blank den ersten 101 Soldaten der neuen Bundeswehr die Ernennungsurkunden. Mehr als 80% der Offiziere im Westen dienten bereits in Reichswehr oder Wehrmacht. Dazu kommen 300 Offiziere der Waffen-SS. Sie werden de facto entnazifiziert. Man braucht sie als Fachleute. Doch wie ist es in der NVA um Anspruch und Wirklichkeit bestellt? Auch der Osten braucht erfahrene Experten, als dort Ende der 1940er Jahre in der SBZ, der sowjetischen Besatzungszone, erste Polizeieinheiten aufgebaut werden. Auf Befehl Stalins. Dazu stellte die Sowjetunion der SBZ, der DDR, eben Personal zur Verfügung, indem sie 5000 Kriegsgefangene aus der Sowjetunion in die DDR und die SBZ schickte. Darüber hinaus waren noch 100 Offiziere und einige Generale der Wehrmacht dabei. Einer von ihnen ist Generalleutnant Vinzenz Müller. 1894 geboren als Sohn eines bayerischen Handwerkermeisters, beginnt seine Offizierskarriere schon im Ersten Weltkrieg. In der Nazi-Zeit sieht er sich als Nationalkonservativer. Im Zweiten Weltkrieg wird er General an der Ostfront, gerät in Kriegsgefangenschaft und schließt sich dem sowjetisch kontrollierten Nationalkomitee Freies Deutschland an.
Die Idealisten haben geglaubt, dass durch die russische Hilfe es möglich sein könnte, ein demokratisches Deutschland, ein Gesamtdeutschland, ein blockfreies Deutschland zu schaffen. Und Müller war ein Anhänger dieses neutralen, demokratisch, ja auch antifaschistischen Deutschlands, aber keines kommunistischen Deutschlands. Müller macht Karriere in der DDR. Auf Geheiß der sowjetischen Verbündeten gegen den Widerstand aus der SED. Er wird Stabschef der kasernierten Volkspolizei und stellvertretender Fraktionschef der NDPD, einem nationaldemokratischen Auffangbecken für ehemalige Wehrmachtssoldaten. Vinzenz Müller sagte im Namen der NDP: National heißt nicht Feindseligkeit gegen andere Völker. Der Ex-Wehrmachtgeneral versucht sich auch in der großen Politik. Er will mithelfen, die deutsche Teilung über eine Konföderation, einen Bund zweier gleichberechtigter Staaten, zu überwinden. Müller organisiert im Auftrag der DDR-Regierung Sondierungsgespräche mit dem Westen und trifft heimlich Bundesfinanzminister Fritz Schäffer. Die Familie Schäffer und die Familie von Müller kannten sich aus früherer Zeit, flüchtig mehr oder weniger. Schäffer ist dann 1955 zum ersten Mal nach Ost-Berlin gefahren. Und Vinzenz Müller hat ihm zuvor versprochen, Kontakte mit dem sowjetischen Botschafter in Ost-Berlin herzustellen. Und Schäffer neigte auch dahin zu einer deutschen Konföderation. Das war ja auch eine Idee, die im geteilten Deutschland Mitte der 50er Jahre Anhänger hatte. Ja, bis zu Gustav Heinemann. Die Teilung Deutschlands zu überwinden bleibt Illusion. In der DDR bringt es Hitlers General Vinzenz Müller bis zum Stellvertreter des Verteidigungsministers. Er ist nicht der einzige Offizier der Wehrmacht, der übernommen wird von der NVA. Doch im Schnitt sind es weniger als im Westen. Vinzenz Müller ist der prominenteste von ihnen. Wenn man sich das Offizierkorps der NVA anschaut, 17.000 Mann 1956, davon waren etwa 500 Offiziere, die vorher auch Offizier der Wehrmacht waren, also ein relativ kleiner Teil. Die NVA ist ständig präsent in der DDR. Ihr altes Wehrmachtpersonal soll schnell ersetzt werden durch junge, in Moskau ausgebildete Kader. Alte Nazis passen nicht ins Bild vom vermeintlich besseren Deutschland. Vinzenz Müller spürt das wachsende Misstrauen. Man hat denen ja auch nicht über den Weg getraut. Die waren alle umgeben von Spitzeln des MFS. Auch Vinzenz Müller, sein Adjutant, sein Sekretär, sein Fahrer, überall saßen oder waren die Leute um ihn herum. Spitzelberichte wie die seines Stellvertreters General Bechler häufen sich. Dem steilen Aufstieg folgt der tiefe Fall. Politisch naiv, gesundheitlich angeschlagen, bittet Vinzenz Müller 1958 um seine Entlassung. Man hat ihn eigentlich davongejagt. Man hat ihm sein Haus zwar gelassen, man hat ihm sein Volkskammermandat weggenommen, man hat ihn isoliert. Er war ein gebrochener Mann und psychisch auch schon gestört. Es gibt auch Hinweise darauf, dass eine Nervenheilanstalt nicht in aller Ferne lag. 1958 werden auch Hans Wulz und andere Ex-Wehrmachtgenerale wie Otto Korfes und Arno von Lenski in den Ruhestand versetzt. Untere Offiziersränge dürfen bleiben. Müllers Tod im Mai 1961 vermelden die DDR-Medien nur beiläufig. Er stürzt vom Schlafzimmerbalkon seiner Dienstvilla. Über die Todesursache, Selbstmord, wird nicht berichtet. Damit beginnt die Zeit des großen Verdrängens, des Verschweigens. Als hätte es sie nie gegeben, die Wehrmachtgenerale in der NVA, so wie Vinzenz Müller. Gemeinsam mit den anderen Armeen des Warschauer Pakts übt die NVA den Ernstfall. Ausschließlich für eine Verteidigungssituation, heißt es immer wieder. Doch stimmt das?
Das Gleiche behauptet auch der Gegner im Westen. Die DDR deklariert sich als Land des Friedens. Ihre Armee diene ausschließlich der Abwehr. Dabei gibt es Pläne ganz anderer Art. Streng geheim, bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Szenarien nicht nur für die Verteidigung, sondern auch für den Angriff. Zuständig für die operative Planung der Nordarmee, im Ernstfall eine der beiden ostdeutschen Kriegsfronten, ist Siegfried Lautsch. Bei der Angriffsoperation bestand die Option, einmal die Verteidigung in der jütländischen Operationsrichtung nach Norden hin zu gewährleisten und mit den Kräften von 2 Divisionen in der Küstenrichtung anzugreifen. Doch NATO und Bundeswehr sind alles andere als wehrlos. Wir hatten gerade hier im Norden Deutschlands hatten wir sehr starke Kräfte, die 3. Panzerdivision und wirklich gewaltige Kampfkraft. Sehen Sie mal, das deutsche Heer hätte sich innerhalb von 72 Stunden verdreifacht, voll ausgerüstet. Nicht? Wir hätten also fast 1,5 Millionen Soldaten innerhalb von 72 Stunden auf die Beine gestellt. Das war eine Masse. In den streng geheimen Ostplänen für den Tag X ist vorgesehen, in 3 bis 5 Tagen die niederländische Grenze zu erreichen, in 45 Tagen die Pyrenäen. Angriff als Form der Verteidigung. Eine Strategie, die auf sowjetischen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg fußt. Erste Schlussfolgerung, wir wollen nie wieder überrascht werden. Zweite Schlussfolgerung, wenn ein Krieg ausbricht, dann fern von dem sowjetischen Kernland, auf gegnerischem Territorium, dort soll der Gegner vernichtet werden. Und die dritte Schlussfolgerung, der Warschauer Pakt und die UdSSR müssen so stark sein, dass sie jede mögliche gegnerische Koalition vernichtend schlagen können. Die Alarmierungszeiten sind außerordentlich kurz. Der Großteil der Truppen soll innerhalb einer Stunde aus den Kasernen rollen. Geübt wird mit voller Ausrüstung. Und auch ganz selbstverständlich wird der Einsatz von Atomwaffen simuliert. Da war man der Meinung, Kernwaffen sind im Grunde genommen so eine Art, besonders effektive Artillerie. So, und man war der Meinung, okay, also man kann auch nach erfolgten Kernwaffenschlägen, eigenen und denen des Gegners, noch Truppen handlungsfähig im Gefecht führen und kann dann sozusagen diese Schläge quasi operativ ausnutzen. Ich sage mal, nach meinem allgemeinen Verständnis waren auf der operativen Ebene, also dem Bereich des Oberkommandierenden der ersten Front, etwa 220 Atomwaffen vorhanden. Auch die NATO plant den Atomkrieg. Offiziell nur zur Abschreckung. Doch was, wenn die Situation eskaliert? Im Ernstfall wäre Deutschland im nuklearen Massengrab vereint worden. Die Sowjetunion war immer konventionell wesentlich stärker, über viele Jahre wesentlich stärker als die NATO. Die NATO hat das dadurch kompensiert, dass sie gesagt haben, unsere Strategie ist die der massiven Vergeltung, Massive Retaliation, also drohen wir dir an, solltest du konventionell angreifen und solltest du versuchen, uns sozusagen zu überrollen, dann setzen wir Nuklearwaffen ein. 5000 Nuklearwaffen sind in der Bundesrepublik stationiert. Die USA hoffen, im Ernstfall den Krieg auf Europa beschränken zu können. Die Westeuropäer sind dagegen, wollen nicht geopfert werden im Machtspiel der Supermächte. Mitte der 1980er Jahre dann ein grundlegender Kurswechsel auf Seiten des Warschauer Pakts. Als einer der ersten Ostdeutschen erfährt Siegfried Lautsch davon. 1985 war der Krieg in Afghanistan ein Schwerpunkt der sowjetischen Streitkräfte. Es war eine ganz problematische Lage. Und insofern hat der Generalstab vorgedacht und hat gesagt, also wir brechen die ganzen Optionen hinsichtlich der Angriffsoperation ab. Und wir gehen insgesamt in der Warschauer Vertragsorganisation zu einer Verteidigungsdoktrin über. Das Umdenken aus militärischen wie wirtschaftlichen Gründen.
bedeutet einen grundsätzlichen Strategiewechsel. Das Ende aller Angriffsplanungen. Im Frühjahr 1983 wird bei einem Appell verkündet, dass zwei Schüler der Unteroffiziersschule Delitzsch Fahnenflucht begangen haben. Ingolf Berthold weiß davon. Zuallererst wollten die nach West-Berlin abhauen. Und das haben sie auch wieder verworfen gehabt. Und dann wollten die Richtung Südgrenze, also über Tschechien oder so, dann nach Österreich. Dann sind die in der Nacht dann vom 22. zum 23. März dann den Maschendraht zerschnitten im Objekt hier in Delitzsch und sind dann los. Am Tag danach wird mitgeteilt, dass Ingolf Berthold als Mitwisser identifiziert worden sei. Der 19-Jährige wird von Zivilisten abgeholt. Wer die Zivilisten sind, ahnen die meisten. Es sind Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit, des MFS. Dessen Abteilung für die Armee heißt Verwaltung 2000. Das Militär müsse geschützt werden, offiziell vor Spionage und Sabotage von außen. Auf der anderen Seite war es auch eine Organisation, die im Innern zu wirken hatte, die zu schauen hatte, gibt es im Innern Abweichler, gibt es Leute, die politisch anders dachten, gibt es Leute, die im Innern der Armee nicht so agierten, wie man sich das vorstellte. Die Verwaltung 2000 mit über 2400 Mitarbeitern ist eine der größten Diensteinheiten der Stasi. Die sogenannten V-Nuller tragen die Uniformen des Truppenteils, in dem sie eingesetzt werden, und sitzen in Diensträumen der NVA. Von dort führen sie ihre Spitze, ca. 10.000 bis 12.000 Mann DDR-weit, in allen Dienstgraden und Dienststellen. Ingolf Berthold, der im März 1983 vom MFS verhaftet wird, verbringt die Zeit bis zu seinem Prozess in Stasi-Untersuchungshaft. Fahnenflucht gilt, wie in anderen Armeen auch, als Straftat. Auch für Mitwisser. Die Ohnmacht gegenüber der Stasi lässt viele verzweifeln. Auch Ingolf Berthold. Seinen Verteidiger sieht er nur einmal. Das Urteil? Haftstrafe im Militärknast Schwedt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die 7 Monate in Schwedt, die habe ich leichter verbracht, wie die 5 Monate bei der Staatssicherheit in der Zelle. Weil in Schwedt hattest du einen Ablauf gehabt. Also die Tage gingen rum, aber in der Zelle, da warst du 23,5 Stunden. Und dann bist du rausgekommen, mal vielleicht eine halbe Stunde. Das war eine Betonzelle, da war Maschendraht oben drauf. Du hast nichts, du hast ein bisschen frische Luft gehabt, das war aber schon alles. Auch Ulrich Kneise macht Bekanntschaft mit der Staatssicherheit. Als Regimentsfotograf leitet er von 1980 bis 1982 einen Soldatenfotozirkel. Die Mitglieder gestalten ihre Privatpost gern mit selbstgemachten Bildern. Der Tag des Mauerbaus, der 13. August 1961, wird für Ulrich Kneise 20 Jahre später zum Problem. Am 13. August kommt einer meiner Genossen auf die Idee, ein Foto von einem Mauerstück, wo der Putz abgefallen war, mit der Adresse seiner Freundin zu versehen und das in den offiziellen Postkasten des Regiments zu werfen. Und daraufhin wurde ich zur Stasi bestellt und habe mich erst mal Mürbe gekocht, ein paar Stunden sitzen lassen, bis ich überhaupt erst mal begriff, worum es ging. Ich konnte gar nicht so weit denken, dass es um diesen Brief ging mit der Mauer. Also man hat dann auch Zusammenhänge konstruiert, die völlig aberwitzig und absurd waren. Wenn es einen allerdings in so einem Moment betrifft, findet man es gar nicht lustig. Der Klassenfeind scheint überall zu lauern. Die Macht in der Armee haben das MFS und die SED. Diese
V-Nuller, diese Verbindungsoffiziere, zeichneten sich durch vielerlei Sonderrechte aus, die sie auch wahrnahmen. Sie durften verschiedene Bereiche in der Kaserne betreten, die sonst strikt verboten waren zu betreten. Sie nahmen an Leitungsbesprechungen der militärischen Leitung teil. Sie hatten Einfluss auf Personalentscheidungen. Sie konnten mit allen Armeeangehörigen sprechen, ohne die Vorgesetzten zu informieren. Heimlich schmuggelt Ulrich Kneise ungeschönte Fotos des Armeealltags nach draußen. In Erinnerung bleibt ihm bis heute der Selbstmord eines Wachsoldaten in einer Winternacht, den er für die Stasi dokumentieren muss. Was die dramatischste Erinnerung war, ist, dass der Stasi-Offizier plötzlich wie von der Tarantel gestochen durch den Schnee lief und der junge Mann hatte vor seinem Selbstmord "Give peace a chance" in den Schnee geschrieben. Und der trampelte das breit und schrie: "Das ist nicht fürs Protokoll, das gibt nur wieder Scherereien." Und da habe ich so für mich gedacht, so wird die letzte Botschaft eines Menschen ausgelöscht, kommt nicht mal mehr ins Protokoll. Von der Allgegenwart des MFS weiß auch Uwe Fechner, der seinen Armeedienst wie Ulrich Kneise in Rostock ableistet. Das war völlig klar, dass die überall ihre Tentakel, ihre Ohren an der Masse hatten. Also, dass man aber insofern das nicht ungewohnt war für mich oder für uns, weil du bist zur Schule gegangen, da war es schon so. Du verlässt das Elternhaus und musst in der Schule was anderes erzählen. Das MFS ist immer und überall präsent im militärischen Alltag. Zweimal versucht die Stasi, Ingolf Berthold als IM anzuwerben. Vergeblich. Bis zur Wende schweigt er, mehr oder weniger freiwillig. Ich habe nichts unterschrieben, dass ich schweigen soll. Also, das hat man aber irgendwie gemacht, weil das, also wenn du das so mitgemacht hast, hast du immer das Gefühl, die können dich immer wiederholen. Aus dem kleinsten Anlass, den Leuten ging es nicht ums Recht. Also die wollten dich zerstören. Also die wollten so, dass von dem nie wieder eine Gefahr ausgeht. So haben die dich behandelt, physisch, psychisch. Die haben dich fertig gemacht da drin. Also. Das MFS ist Schild und Schwert der alles beherrschenden SED, auch in der Armee. Kurz nach dem 40. Jahrestag der DDR 1989 verliert die Geheimpolizei ihre Macht. Der Spuk hat ein Ende. Der Parteichef empfängt in den 1980er Jahren den Verteidigungsminister aus Sambia. Honecker schickt seine Armeeführung auch gerne ins Ausland, so wie 1971 in den Nahen Osten. Das nährt Gerüchte im Westen über eine geheime DDR-Auslandsarmee. Im Nahen Osten folgt Verteidigungsminister Hoffmann Einladungen aus dem Irak, Syrien und Ägypten. Was haben DDR-Militärs dort zu suchen? Die Sowjetunion und damit auch die DDR unterstützte die arabischen Staaten in ihrem Kampf, in ihrem Krieg gegen Israel. Warum? Weil sich dort im Nahen Osten der Ost-West-Konflikt nochmal in Miniatur wiederholte. Israel stand im Lager des Westens, wurde so wahrgenommen, war ja auch so. Und die arabischen Staaten positionierten sich selber an der Seite der Sowjetunion und damit des Ostblocks. Die DDR liefert heimlich Waffen, Panzer und Flugzeuge an die Verbündeten in der arabischen Welt. Nicht nur im Nahen Osten, auch in Asien mischt die DDR mit. Sie unterstützt die vietnamesische Armee im Kampf gegen die USA und bildet Flak-Soldaten aus. Im Westen wird viel über eine DDR-Auslandsarmee spekuliert. Honeckers Afrika-Korps titelt das Nachrichtenmagazin Spiegel im März 1980. Die Geschichte ist falsch. Eine Auslandsarmee gibt es zu keinem Zeitpunkt. Geheime Militärhilfen dagegen schon. Für sogenannte befreundete Staaten im Nahen Osten, Afrika, Asien und Lateinamerika. Die DDR schickt heimlich Ausbilder,
für den Kampf gegen den Klassenfeind. Auf der Insel Rügen wird in Prora 1981 eine Ausbildungsstätte speziell für ausländische Militärs eingerichtet. Eine ungewohnte Aufgabe für die Lehrkräfte der Offiziershochschule Otto Winzer. Erstmal war es für einen selbst eine Herausforderung. Man musste sich mit den Ländern vertraut machen, zu denen wir im Prinzip überhaupt kein Verhältnis hatten. Also Afrika, Asien, Lateinamerika. Sie wissen selber, die DDR war relativ in sich oder ruhte relativ in sich. Und da hatten wir wenig Kontakt zu anderen Ländern. Knapp 3000 junge Männer aus rund 20 Staaten erhalten hier eine klassische Militärausbildung. Auf Kosten der DDR oder gerne auch gegen Devisen. An der Otto-Winzer-Offiziershochschule unterrichten Hans-Joachim Ninnemann und Heinz Borchert bis 1990. Die Biografien ihrer Schüler sind ein Spiegelbild ihrer Heimatländer. Wir hatten ja Vertreter von drei Richtungen. Anhänger von Sihanouk, Anhänger von Pol Pot und Anhänger von dem jetzigen starken Mann Hun Sen. Nicht? Und es ging ja vor allen Dingen darum, bei ihnen praktisch, sag ich mal, so herauszubekommen, wer hat für welchen Geheimdienst gearbeitet. Ne? Ich hatte einen Schüler, Suleiman. Sein Vater war Politchef der afghanischen Streitkräfte, der Offiziellen. Ein Onkel saß in Amerika und vertickte dort Drogen. Ein anderer Onkel saß bei der Allianz gegen die reguläre Armee. Also in einer Familie zeigten sich da unwahrscheinliche Brüche. Und wenn er Geld brauchte, hat er seinen Onkel in West-Berlin angerufen und hat sich verchecken lassen. Der Westen argwöhnt natürlich, dass die NVA in Prora ausländische Spezialisten auch für Guerilla-Einsätze schult. Wir kennen das Geschwätz, nicht, dass wir Terroristen und Dschungelkämpfer ausgebildet haben. Wir sind ja Verbrecher, nicht, weil wir das gemacht haben. Und ich frage dann immer, was habt ihr denn gemacht? Ihr habt auch in Hamburg und in München das Gleiche gemacht. Tatsächlich schult auch die Bundeswehr ausländische Militärs. Know-how-Export im Kalten Krieg. Wir haben Ausbildungsprogramme in Deutschland gehabt. Daran kann ich mich auch selber noch ganz gut erinnern. Aber bis 1999 haben alle Bundesregierungen behauptet, die Verfassung lässt Auslandseinsätze nicht zu. Ob Ost oder West, die Erwartungen hinter den Ausbildungsprogrammen sind gleich. Es geht darum, Einfluss zu nehmen auf zukünftige Offiziere, die dann vielleicht einmal General werden, vielleicht sogar Verteidigungsminister. Wenn man bei denen einen Fuß in der Karriere hat, dass die sich daran erinnern, dass die mal in Deutschland ausgebildet wurden, dann kann man sie mal später mal wieder ansprechen. Das heißt, hier ging es um Multiplikatorenschulung und um Einflussnahme. Die DDR-Offiziershochschule Otto Winzer ist Geschichte. Schulungen für ausländische Militärs gibt es nach wie vor. Und Auslandseinsätze der Bundeswehr sind seit Ende der 1990er Jahre Normalität geworden. Alarm. NVA-Soldaten und Offiziere rennen in die Bunker. Einkommende Nachrichten müssen schnell analysiert und Befehle wieder nach draußen gegeben werden. Draußen, das ist eine fiktive Welt, in der Krieg herrscht. Die Apokalypse. Die NVA trainiert für den Atomkrieg. Ihre Bunker gehören zu den am besten gehüteten Staatsgeheimnissen der DDR. Oft sind sie oberirdisch getarnt als unscheinbare Neubauten. Für die finanzschwache Republik ein teures Programm. Das Bunkerprogramm hat die DDR insgesamt 1,24 Milliarden DDR-Mark gekostet. Es war Teil der, ich sag mal so, der Selbstberuhigung in der damaligen Zeit. Für den Tag X wird Mitte der 1970er Jahre auch der Bunker Garzau gebaut. Unter einem Wald, 15 Meter unter der Erde, nahe Strausberg, dem Sitz der Armeeführung.
Das heutige Museum wäre im Kriegsfall die Logistikzentrale der NVA gewesen. Die Maße des Bauwerkes sind in der Breite 42,90 und in der Länge 48,50, sind insgesamt 70 Räume, 4000 Quadratmeter umbauter Raum, in der Größe wie ein Fußballfeld, wenn man die beiden Etagen aufklappt. Gigantisch. Das Bauwerk hat noch einen sogenannten EMP-Schutz, also eine Metallummantelung, weil bei einer Kernwaffendetonation ein elektromagnetischer Impuls freigesetzt wird. Der würde natürlich dann die Computer, die Rechentechnik und andere Technik zerstören. Ne? Also das ist eine sehr komplexe Bauweise. Im Bunker ist Platz für gut 100 Offiziere und Soldaten. Bis zu 2 Wochen können sie hier überleben. Schlafräume, Kantine, Arbeitsplätze voller Technik. Regelmäßig wird die Anlage überprüft. Einmal im Vierteljahr hat man einmal eine Übung durchgeführt. Circa 3 bis 5 Tage sind dann die Insassen letztendlich ins Bauwerk eingefahren und haben dann den Ernstfall geübt. Die Dieselaggregate, die insgesamt 1,6 Megawatt an Strom produzieren, ist eine komplett autarke Anlage. Ein Tiefbrunnen um die 80 Meter mit 2 Wasserwerken, also einem Trink- und Brauchwasserwerk, die funktionieren mussten. Die wurden einmal im Monat wurden die Diesel angeschmissen, ne, damit man auch die Funktionsfähigkeit herstellen konnte. Tulpe, melden Sie den Stand der Einsatzbereitschaft des Führungsorgans. Für die Bevölkerung ist so viel Schutz nicht vorgesehen. Alle im Plan der Hauptmaßnahmen enthaltenen Aktivitäten realisiert. Man dachte in anderen Dimensionen. Man dachte, ein Teil von uns muss hier überleben, um den Krieg zu gewinnen. Ein kleiner Teil, das reicht schon aus. Und dafür wurden diese Bunker meines Erachtens gebaut. Man dachte da nicht drüber nach, ob das hinterher weitergeht oder wie das alles endet. Wenn man es in die Geschichte zurück versetzt und sich erinnert, wie die Militärblöcke aufgerüstet gegenüberstanden, muss man deutlich feststellen, dass der ganze Zirkus hier für 24 Stunden ausgelegt gewesen wäre. Dann hätten sich die beiden deutschen Armeen aufgerieben. Ja, wahnsinnige Waffensysteme hätten im Grunde genommen Mitteleuropa vernichtet. Und man möchte es sich nicht vorstellen. Katastrophal. Mit der Wiedervereinigung übernimmt die Bundeswehr 1990 den Bunker. 2 Jahre später wird er geschlossen. Wie fast alle der rund 50 DDR-Bunker, Relikte des Kalten Krieges. Ausgestattet ist die NVA vor allem mit sowjetischer Militärtechnik. Sie gilt als robust und leistungsstark. T-72-Panzer und die im Westen gefürchteten MiG-29-Kampfflugzeuge. Eigene Militärtechnik entwickelt die DDR vor allem in Spezialbereichen. So landet das Kombinat Carl Zeiss Jena 1976 einen Coup. Der staunenden Fachwelt wird die Multispektralkamera MKF-6 vorgestellt. An Bord eines sowjetischen Raumschiffs. Diese Kamera ist ein bis dahin einmaliges Instrument zur Ausspähung der Erde. Hochinteressant für Militärs. Der Jenaer Chefentwickler ist im Moskauer Raumfahrtzentrum live dabei. Beim ersten Einsatz seiner Kamera. Sie müssen sich vorstellen, das Ding fliegt dort oben. Sie haben eine Verbindung nur über den Sprechfunk. Alle 1,5 Stunden fliegt das Raumschiff über sie weg. Sie müssen in dieser kurzen Zeit möglichst viel verstehen und aufnehmen. Und ein Raumschiff ist innen so laut, kann man sich nicht vorstellen. Die Premiere gelingt. Die DDR-Kamera kann aus 350 Kilometern Höhe Geländestreifen in jeder Farbgebung auf das Genaueste ablichten. Hightech der 70er Jahre. Und nun entsteigen die Kosmonauten der Maschine. Freunde werden von Freunden empfangen.
Die MKF-6 kann bei der Suche nach Bodenschätzen für Land- und Forstwirtschaft wertvolle Dienste leisten. Doch sie kann noch viel mehr. Mit dieser von den Thüringer Optikspezialisten entwickelten Kamera lassen sich auch gegnerische Raketenstellungen und Truppenbewegungen ausspionieren. Der Westexport der MKF-6 ist strengstens verboten. Das war im Grunde genommen ein Instrument der strategischen Aufklärung und eigentlich auch Bestandteil damit eines Frühwarnsystems. Dass man also in der Lage gewesen wäre, festzustellen, wann ein potenzieller Gegner dann beginnt, sich auf einen Nuklearkrieg, auf einen Angriff vorzubereiten. Carl Zeiss Jena ist stets auch ein Rüstungsunternehmen gewesen. In den Weltkriegen produzieren die Thüringer Militäroptik wie Feldstecher, Zielfernrohre, Flugzeugvisiere. Westliche Geheimdienste versuchen, an die technischen Unterlagen der Multispektralkamera zu kommen. Vergeblich. Woanders sind sie erfolgreicher. Wenn östliche Waffensysteme zum Einsatz kamen irgendwo, das ist ja zum Beispiel in den arabisch-israelischen Kriegen der Fall gewesen, haben wir natürlich auch diese Waffen uns besorgt und haben Erprobungen durchgeführt. Das ist völlig klar. Und dass es sicherlich auch Spionageversuche, Wirtschaftsspionage gegeben hat, das halte ich für selbstverständlich. Auch das Instandsetzungswerk Pinot, 70 Kilometer nordöstlich von Berlin, ist interessant für den Westen. Um das militärische Sperrgebiet zu erkunden, nutzen die Spione das Privileg der Siegermächte auf freie Fahrt in ganz Deutschland. Bei einer Tour in den 1970er Jahren bleibt ein Trupp der US-Militärmission stecken, mitten auf einem Bahndamm. So erinnert sich der ehemalige Betriebschef Ralf Rudolph. Sie haben gesagt, haben mir erst mal angeboten, wenn ich Sie runterziehen lasse von dem Bahndamm, hatten Sie so ein Stoß Bonnerhefte und eine Flasche amerikanischen Whisky wollten Sie mir schenken. Ich habe natürlich nicht dergleichen getan, sondern habe die sowjetische Militärmission in Potsdam angerufen. Und ich habe dann die sowjetischen Offiziere gefragt, was wird denn nun? Die haben gesagt, gar nicht. Wir machen uns einen Punkt, wir dürfen dafür einmal mehr in Westdeutschland, in auch ein solches gesperrtes Gebiet hinein. In Pinot wird nicht nur Militärtechnik instand gesetzt. Hier werden auch moderne Waffen entwickelt. Etwa ein Flugabwehrsystem, mit dem 4 Raketen gleichzeitig abgeschossen werden können. Die sowjetische Seite war der Auffassung, das geht nicht, weil die zweite Rakete, die ja aufgrund des Wärmeeffektes in den Abgasstrahl der ersten Rakete fliegen würde. Das hat sich aber erwiesen, dass das nicht der Fall war. Die Infrarotköpfe waren so getrimmt, dass das nicht erforderlich war. Und so haben wir dieses Gerät entwickelt und gebaut und haben es auch exportiert in verschiedene Länder, auch in arabische Länder. Streng geheim ist Ende der 80er Jahre auch die DDR-Weiterentwicklung der russischen Kalaschnikow. Die Sowjets wissen nichts davon. Die Wieger, produziert im sächsischen Wisa, ist geplant vom MFS als Devisenbringer für den maroden Staat. Das Konzept zur Wieger ist aus Sicht der DDR geniale. Man nimmt eine Waffe, die in der ganzen Welt bekannt ist und verteilt ist, die Kalaschnikow, und baut sie so um, dass sie für westliche Munition geeignet ist. Aus dem erhofften Export wird nichts. Die Wende kommt dazwischen. Mit der Wiedervereinigung werden die NVA-Waffen entweder von der Bundeswehr weitergenutzt, an andere Staaten verkauft oder verschenkt. Der größte Teil wird verschrottet. Anfang Januar 1990 eilt DDR-Verteidigungsminister Admiral Theodor Hoffmann nach Belitz in Brandenburg und spricht zu den Soldaten. Was ist los in seiner Armee? Silvester 1989, wenige Wochen nach dem Mauerfall. Erstmals seit 28 Jahren feiern Ost und West gemeinsam. Von den gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungen in der DDR ist in der NVA noch nicht viel zu spüren. Und das, obwohl SED und Stasi kaum noch Macht haben.
Der Soldatenalltag aber wird noch immer bestimmt von den alten Regeln der DDR. Als den Soldaten in Belitz das Silvesterfest verboten wird, verweigern sie den Dienst. In der Nacht, in der die Meuterei losbricht, ist stellvertretender Wachhabender Andreas Werner. Eine ebenso gefährliche wie zwiespältige Situation für ihn. Dann folgte ein Anruf vom Offizier vom Dienst, der uns den Befehl gab, die Waffen aufmunitionieren und rausrücken. Wir waren ja die stärkste Mannschaft hier, die als Wache da war. Und der damalige Wachhabende, war Feldwebel Pierre Köhler, sagte am Telefon, wir schießen nicht auf unsere eigenen Leute. Und legte dann auf. Noch in der Silvesternacht besetzen die Meuterer das Gelände vor der Kaserne und bitten um Hilfe von Belitzer Mitgliedern der Bürgerbewegung Neues Forum. Sie wollen eine mögliche Eskalation vermeiden. Thomas Wardin und Rudolf Seidel kommen am Neujahrstag 1990. Die Situation hier war so, dass hier draußen ein paar hundert Soldaten standen. Also hier war ja das Tor, das war zu. Oder war es offen? Das ist doch egal, es war zu. Ne? Ja. Also für uns war es auf jeden Fall zu. Und ein paar hundert Soldaten, die hier rumstanden, hatten auch Lagerfeuer gemacht. Und wir wurden jetzt dazu gebeten, um ein bisschen ausgleichend zu wirken, dass also nicht irgendwie Gewalt ausbricht. Sie sind ja seit Mitternacht draußen gewesen, es war kalt und sie wurden nicht von hier versorgt. Das heißt, sie hätten reingehen müssen in die Kaserne, um was zu essen. Aber da hatten sie natürlich Angst, verhaftet zu werden und blieben draußen. In der Nähe von Belitz sind Elitetruppen wie Fallschirmjäger und Truppen der sogenannten Berliner Gruppierung stationiert. Sie könnten, so fürchten die protestierenden Soldaten, zur Niederschlagung des Aufstands eingesetzt werden. Auf Meuterei stehen in der NVA bis zu 10 Jahre Haft. Dem ZDF werden heimlich private Videoaufnahmen zugespielt. Die Soldaten fordern neue Dienstvorschriften und die Abschaffung der Offiziersprivilegien. Wir klagen ein. Erstens, die kurzfristige Entlassung aller in der Volkswirtschaft stationierten oder dafür vorgesehenen Armeeangehörigen in ein ziviles Arbeitsrechtsverhältnis an ihren heimatlichen Arbeitsplatz. Zweitens, die Verkürzung des Grundwehrdienstes auf 12 Monate mit kurzfristiger und vor allem rückwirkender Durchsetzung. All das kann nicht vor Ort entschieden werden. Dafür reichen die Befugnisse der Belitzer Führungsebene nicht aus. Tatsächlich erscheint schließlich der Verteidigungsminister und sucht das Gespräch mit den Offizieren und Soldaten. Nach stundenlangen Verhandlungen kommt es zu einer Lösung. In Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten unseres Landes wurde entschieden, dass nach Abschluss der Ausbildung hier am 26. die Genossen zurückgeführt werden zu den heimatlichen Wehrkreiskommandos und in den Kreisen in der Volkswirtschaft eingesetzt werden. Der Soldatenstreik endet glimpflich. Bis zum 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, erlebt die NVA einen kompletten Systemwechsel. Der Übertritt geschieht dann eher beiläufig. Es wurde der Wehrdienstausweis hergenommen, der damalige, und der Ehrenkranz wurde mit dem Bundesadler überstempelt. Und dann war das sozusagen erledigt, der Akt. Armee gewechselt, ja. System gewechselt, alles mit einem Stempel. Wow. Die DDR wird Geschichte, wie auch ihre Armee, die NVA. Eine deutsche Armee, die niemals Krieg führen musste.